Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe heute einen Tag Urlaub und ich hatte am Freitag auch schon einen Tag Urlaub. Samstag habe ich gearbeitet und ich bin gerade dabei, die Hasenbetten frisch zu machen. Die Babys hüpfen draußen und ich bin auch immer noch in meinen Schlafklamotten. Video ist schon geschnitten für heute Abend, das rendert jetzt gerade und ich dachte, es wird langsam mal an der Zeit, den Vlog zu beginnen. Ich habe auch schon die zweite Trommelwäsche in der Waschmaschine. Eine habe ich schon fertig gewaschen, schon aufgehängt. Also hier läuft's. Ich nutze quasi meinen Urlaubstag, um den Haushalt zu machen. Ist auch ganz angenehm, wenn man das nicht so dazwischen quetschen muss, sondern halt da ein bisschen mehr Zeit hat. Und ja, jetzt sind die Hasenbetten dran und ich stehe inmitten einem Meer aus Schüsseln. Die alle müssen jetzt erstmal sauber gemacht und neu befüllt werden und da habe ich jetzt erstmal zu tun. Jetzt fehlt nur noch der Bruno, der draußen ist. Ich habe gestern auch noch mal Dschungelcamp geschaut in der RTL-Mediathek, also quasi die Dschungelcamp-Sendung von Samstag. Und dieses Jahr, glaube ich, werde ich es wieder schauen, weil ich es interessant finde, wie das mit Evelyn und Domenico weitergeht. Also die waren ja ein Paar und dann haben sie sich getrennt und das finde ich dann schon interessant. Was mich weniger interessiert, sind die Dschungelprüfungen. Also ich finde es dann nicht so interessant, wie jemand durch den Dschungel, wie jemand durch einen Tunnel geht und was weiß ich, da irgendwelche komischen Krabbeltierchen sind. Also das interessiert mich gar nicht. Aber das Gute ist, wenn man es ja in der Mediathek anschaut, dann kann man ja vorwärts spulen. Und dann überspringe ich quasi die langweiligen Parts. Und was mich halt interessiert, ist immer so dieses Leben oder so dieses Miteinander. Also mehr so von der psychologischen Sicht her als jetzt irgendwelche Prüfungen, wo die sich zum Affen machen. Deswegen glaube ich, werde ich es dieses Jahr mal wieder schauen. Letztes Jahr habe ich es, glaube ich, gar nicht. Doch, da habe ich angefangen, weil David drin war. Stimmt, da habe ich am Anfang geschaut, weil David drin war. Und dann fand ich es aber langweilig und habe wieder aufgehört. So, die zweite Trommelwäsche ist fertig. Ich habe euch noch gar nicht meine neuen Haushaltshelfer gezeigt. Und zwar habe ich mir einen Bissell gekauft. Ich habe das bei Mami Seelen im Video gesehen und habe gedacht, das brauche ich. Denn damit könnt ihr saugen und wischen in einem und das werde ich jetzt machen. Und das Tolle ist, Frischwasser und Schmutzwasser ist voneinander getrennt. Das heißt, ihr habt immer sauberes Wasser und es ist echt sehr praktisch, vor allem mit 5 Hasen. Und man hat halt hier hinten diesen Behälter. Bis hierhin fülle ich Wasser auf, also ich mache immer Small Area, weil meine Wohnung ja jetzt nicht so groß ist. Und bis hier oben hin kommt dann das Reinigungsmittel. So, also ich habe das jetzt aufgefüllt und dann fülle ich das noch mit Reinigungsmittel auf. Ihr könntet auch so viel Wasser auffüllen und dann so viel Reinigungsmittel, je nachdem halt wie groß eure Wohnung oder euer Haus ist. Das ist das Reinigungsmittel. Dann habe ich das hier einmal aufgefüllt. Dann kommt hier der Deckel wieder drauf. Muss man schauen, dass man den gut zudreht und dann steckt man das wieder hier hinten drauf. Und also hier hat man dann das saubere Wasser und das Reinigungsmittel. Und hier unten in dem Kanister landet dann das ganze Schmutzwasser. Hier oben könnt ihr noch einstellen, ob ihr harten Boden oder Teppich saugen wischen wollt. Also es geht echt beides. Man kann auch ganz einfach umswitchen, je nachdem. Ich mache natürlich immer das hier, weil ich ja keinen Teppich habe. So, und hier unten habt ihr noch einen
Schalter, Hebel. Und wenn ihr den drückt, dann kommt Wasser. Und wenn ihr nicht drückt, dann saugt ihr einfach nur. Also jetzt haben wir hier ja das ganze Schmutzwasser drin und das kann man dann einfach weggießen. Und es ist echt erstaunlich, was der für einen Dreck aus der Tiefe wirklich rausholt. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so funktioniert, wie es funktioniert. Also wirklich so gut. Das hört sich jetzt an, als hätte ich den auch zugeschickt bekommen. Aber ich habe mir den echt selber gekauft und ich finde den echt super. Weil ich schon lange nach was gesucht habe, was mir das Ganze halt ein bisschen erleichtert. Und ja, ich hatte ein bisschen Bammel, dass es nicht so funktioniert, wie ich mir erhoffe, dass es funktioniert, aber es ist echt faszinierend, wie auch immer das so geht, wie es eben geht, aber ja, ich würde ihn nicht mehr missen wollen. Ja, also das trocknet auch total, ich glaube, heute geht ein ziemlicher Wind. Das trocknet halt auch schnell, der Boden schwimmt nicht und es ist danach wirklich spürbar und sichtbar sauber. Man kommt natürlich, also der hat so eine gewisse, wie nennt man das? Ich meine, ihr könnt ja auch im Internet mal lesen, falls euch das interessiert oder ihr überlegt euch auch sowas zu kaufen. Der hat halt so einen gewissen Rand aufgrund des Vorbaus, dass er jetzt vielleicht nicht so in ganz schmale Ecken kommt oder unter das Bett kommt man zum Beispiel auch nicht, weil ich versuche euch das mal zu zeigen, also man kann den halt, ne, dann gehen wir halt hoch, also man kann ihn nur in diesem Winkel neigen, also das heißt unter Möbel oder unter das Bett kommt er nicht, aber mir war es echt wichtig fürs Wohnzimmer, halt hier diese Fläche, wo die Hasen hauptsächlich sind, dass ich die halt einfach und schnell reinigen kann. Und ich werde jetzt noch das Schlafzimmer machen, halt da, wo ich hinkomme und unter dem Bett muss ich halt separat noch das reinigen, aber halt so freie Flächen macht ja echt super und ich bin aus der Bruste und ja, also ich finde ihn echt super und ich hätte es echt nicht gedacht, dass der so funktioniert, wie der eben funktioniert. Und jetzt ist schon wieder alles trocken, jetzt kann ich die Hasenbetten quasi schon wieder aufstellen. Er ist ein bisschen laut, also die Babys flüchten dann immer, die finden das nicht so toll. Ja, also ein bisschen laut ist er, aber und das Kabel, das muss man halt selber manuell aufwickeln. Das ist vielleicht auch noch so ein kleines Manko, aber ich meine, Hauptsache die Putz- und Saugarbeit wird einen erleichtert. Also finde ich. Ich finde es echt super. I don't scare you too much, babe. I wish to flatter, not a need. Since I met you, my love's like a train. So, und wenn man dann fertig ist, hat man hier den Behälter mit dem Schmutzwasser. Und den kann man dann einfach hier so rausholen. Da oben ist übrigens der Filter. Und dann kann man das Schmutzwasser weggießen. Und es ist echt unglaublich, was da rauskommt. Und ja, dann kann man das einfach mit fließendem Wasser auswaschen. Also in den Videos kippen die das immer ins Waschbecken, aber ich kippe das immer ins Klo. Ich habe das jetzt schon einmal weggekippt. Dann kann man das halt wirklich ganz einfach mit Wasser reinigen. Und dann stellt man das zum Trocknen hin und fertig. Und dann hat man hier noch diesen Filter quasi. Also man muss immer schauen, dass dieses Ding hier nicht nass wird. Das nehme ich jetzt schon mal raus. Das kann man hier, also hier ist der Filter, den kann man dann auch nochmal auswaschen. Und das Ding halt auch. So, dann wasche ich hier noch das Filtersieb aus. Und wie gesagt, das da oben darf nicht nass werden. Falls es nass wird, einfach 24 Stunden trocknen lassen. Und dann passt das auch wieder.
Und dann hat er auch noch eine Selbstreinigung. Das habe ich jetzt aber vergessen, weil das ist besser, wenn man das macht, wenn man noch den Behälter mit dem Schmutzwasser drin hat. Ist jetzt ein bisschen doof, jetzt kann ich das gar nicht machen. Also normalerweise. Und zwar hat man hier diesen Ständer und dann kann man bis hierhin Wasser hinfüllen. Bis zu der Markierung. Und dann stellt man den halt so rein. So. Und dann drückt man auf an und hält den so ein bisschen schräg. Und dann rotieren quasi diese, also diese Bürste rotiert dann und das Wasser wird aufgesaugt. Aber ja, ich habe ja jetzt schon alles weggeschüttet. Aber so kann man den dann halt danach selbst nochmal reinigen. Bruno ist mit seiner Fellpflege beschäftigt. Und der Emily schmeckt. Ah, Mausi. Und dann zeigen wir noch den Simba. Ja, fein, ha? So, und Bruno macht auch seine Schüssel sauber und sich auch noch gleich mit. Es ist so stürmisch, wie Herbst- und Frühjahresstürme auf einmal, also richtig stürmisch. Über mir rauschen die Bäume, das Unterholz knackt und knarzt. Eine ganz eigene Stimmung gerade. Meine Nase ist noch ganz rot vom Spaziergang und vom eisigen Wind. Teilweise musste man richtig gegen den Wind ankämpfen. Morgen geht es wieder in die Arbeit und deswegen werde ich mich jetzt noch dran machen, den Vlog zu schneiden. Und wir sehen uns dann morgen wieder um 19 Uhr. Und die Hasen im Hintergrund sind am Putzen, Lotte und der Bruno. Na Bruno, lass dich nicht stören. Emily.